So, Päuschen rum. So. Na dann, wollen wir mal. Ich bin auch endlich wieder da. Ja, nö, hör mal auf, dich zu drehen. Nö, 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 nö. Komm, leg dich mal hin. So. Was mir da so auffällt, die hat auch gelbe Lichtschwerter wie die Tempelwachen. Wer weiß, vielleicht ist der Imperator ein Jedi gewesen und hat die Sachen mit übernommen. Ja, oder Tempelwachen generell, egal auf welcher Seite haben immer. Okay, ich muss da lang. Da ist ein Sith und drei Druiden. Da sind zwei Druiden. Da sind drei Druiden. Komm ich? Vorbeigeschmuggelt. Hier auch einmal so. Hier dann, genau. Schön. Und lass mich raten, ich muss da hoch. Ja. Komme ich da hinten hoch oder nicht? Oder muss ich an der Seite hoch? Ach nee, da hinten geht's weiter. Ah ja. So, hier können wir mal wieder kämpfen. Tot. Hä? Da steckt eine Waffe im Boden bei mir. Und der Droide rollt drauf. Okay, das hatte ich nicht gerade. Das sieht halt voll seltsam aus, wenn der Druide draufsteht. geschätzte Druiden. Ne, geschätzte Überlebenschance aktuell 1 zu 21. Geschätzte Überlebenschance mit Jedi-Hilfe 1 zu 3. Ja, nee, Imperator. Ich muss mich dem Imperator stellen. Schalte diese Strahlenschild aus. Jetzt! Nee, wir gehen zum Imperator. Zur Not suche ich mir eine andere Perle, mit der ich flotten kann. Nix ist für ewig. Oh, hier liegt ein Druide. Alte Truhe ist aber ein Druide, hä? Mission, Bonusmission. Ja, nö. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge. Was ist das alles? Das ist alles. Ja, nee. Alles verkaufen. So, wenn ich das jetzt so brauche für die Mission, dann bin ich am Arsch. Wenn du da diesen Ringelpiezkreis hochrennst, da war so ein Heilungsdruide, nur Sanitätsdruide und daneben lag ein zerstörter Druide. Da habe ich ein bisschen Loot rausgeholt.
Ja, da komme ich gerade erst an. Ich muss da eben noch die anderen. Ich habe einen Weg gefunden, ihre Anweisungen sogar noch zu übertreffen. Ja, nö, das mache ich nicht. Die können sich selber retten, sind stark genug. Ich bin nur hier, um den Platz des Imperators einzunehmen. Was steht denn da? Imperialer Wächter. Hat die Hände oben. Ah ja. Ach nee, das sind die Schulterplatten. Alter, hör auf mich weg zu schützen. Hallo? Hui, da liegt ein Schwert, okay. Warum auch immer da ein Schwert liegt. Da ist er. Der Kreis schließt sich. Das Ende beginnt. Ihr opfert eure Freunde dieser Auseinandersetzung in der Hoffnung auf einen Vorteil. Ihr habt wenig erreicht. Mein Leben erstreckt sich über Jahrtausende. Legionen haben sich erhoben, um mich zu prüfen. Ihr seid eine Bedrohung für jedes Lebewesen in der Galaxis. Wenn ihr euch nicht ergebt, werde ich euch vernichten. Ihr seid ein blindes Insekt, das über die Lehre des Alls philosophiert. Mein Aufstieg ist unvermeidlich. Ein Tag, ein Jahr, ein Jahrtausend, es spielt keine Rolle. Ich habe die Geduld von Stein und den Willen der Sterne. Euer Streben ist unwichtig. Euer Tod wird es ebenso sein. Ich bin tot. Oh je. Da waren auf einmal 5, 6 Typsis davon. Aber hey, ich hatte doch volles Leben. Nochmal. Jetzt ist er wieder weg. Hört doch mal auf damit. Das regt mich grad ziemlich auf.
gewaltige Kräfte, aber euch fehlt die Reinheit des Willens, um sie zu führen. Ich werde mich nicht aufhalten lassen. Ich kann nicht gerettet werden. Allein der Tod bleibt mir. Und ihr werdet mich nicht töten. Ich will euch nicht töten. Aber ihr werdet für eure Verbrechen verurteilt werden. Es gibt keine Gerechtigkeit. Es gibt nur Rache. Es ist vorbei, Lord Scourge. Der Imperator ist besiegt. Aber ich habe nichts gespürt. Ihr habt ihn nicht getötet. Schlagt zu! Sofort! Ich werde nicht eure Trophäe. Wenn ich sterben muss, entscheide ich wie. Und alles stirbt mit mir. Der Tempel bricht auseinander. Wir müssen weg. Kehrt zu eurem Schiff zurück. Wie hast du den gekillt? Ich hab wahllos auf den drauf eingeprügelt. Und jedes Mal, wenn der mich wegschluckt, den One. Ich hab wahllos auf den eingeprügelt. Man erkennt ja, wer der Richtige von denen ist. Der Blitze schießt. Und den habe ich halt umgenietet beim zweiten Mal. Und danach habe ich erst die Geisterform von dem platt gemacht. Okay. Ich habe den aber jetzt am Leben gelassen. Der hat sich irgendwie aufgelöst und jetzt stürzt der Tempel zusammen. Obwohl ja nicht mal irgendwie ein Erdbeben oder so erscheint. Was seltsam ist. Machen wir das Spiel jetzt durch? Okay, doch, da sind sie aufgetaucht. Wollte schon sagen. Gibt's hier oben was? Das sieht so aus. Nö, da gibt's sonst Hilfe. Bist du schon wieder gestorben? Das dritte Mal, selbst wenn ich nur auf den einen prügel. Sobald er mich einmal wegstoßt, bin ich wounded. Okay. Und bei mir hat's ja beim zweiten Mal geklappt. Okay, der hat beim zweiten Mal hat er mir auch so gut wie keinen Damage gemacht. Ich hatte immer noch 100% Leben. Ich habe immer 100% Leben. Der macht mir nie Damage. Außer mit diesem einen Stoß. Der stoße weg und bin one-hit. Das ist seltsam. Das hier, Rüstung des Begabten von Interotech. Sieht nicht interessant aus. Ja auch hingekriegt, also wirst du es ja auch hinkriegen. Benutzt du auch deine Combo-Angriffe? Sicherlich. Ja, müsste dann auch easy zu schlagen sein.
schon wieder down. Sonst bin ja ich der, der immer so oft down geht. Keine Ahnung, was ich da mache. Irgendwie ist es halt falsch. Versuch mal deinen Druiden auf Schaden zu stellen. Bevor du das nächste heute kämpfst, weil dann greift er den ja auch an. Na, der kümmert sich irgendwie mal um diese anderen Idioten, aber ja, ich mach's mal. Aber ich schnell down, aber. Ja, du hast doch Medikits. Ja, eins kann ich ja verwenden, wenn ich. Das reicht doch schon aus. Außer wenn er den, wenn er den nicht gleich sofort Damage macht. Ich hätte ja gern das komplette Set davon. Ich quatsche erstmal kurz. Meisterin Satil, der Imperator ist tot. Hört ihr mich? Der Imperator ist tot. Das hat wirklich geholfen. Wir empfangen euch klar und deutlich. Um uns herum tauchen überall imperiale Kriegsschiffe aus dem Hyperraum auf. Wir müssen uns von Drum und Kass zurückziehen. Trefft euch mit dem republikanischen Flaggschiff Valiant bei diesen Koordinaten. Wir sehen uns dort. Meisterin Satil, Ende. Wie ich sehe, hat eure Crew ohne unnötige Heldentaten eurerseits überlebt. Das sag ich doch. Warum sollte ich denn helfen? Die überleben alle. Doc Kira gerettet, Jedi Notruf ignoriert. Ich hätte entweder die Galaxis retten können oder meine Crew. Ich musste mich auf das konzentrieren, was Vorrang hat. Habt ihr eine Ahnung, wie peinlich es war, von diesem wandelnden Hormon gerettet zu werden? Was getan ist, ist getan. Unsere Befehle sind eindeutig. Wir sollten Kurs auf das Flaggschiff Valiant nehmen. Ich glaube, meine Hübsche ist sauer auf mich, weil die von dem hormongesteuerten Menschen gerettet wurde. Geil! Oh, ich habe Tränen in den Augen. Oh Mann. Ich kann nicht mehr. Es ist halt immer noch nicht zu Ende. Es geht immer noch weiter. Aber hat das jetzt mit dem Schadenmachen geholfen, dass du den umgestellt hast? Indirekt. Also er hat mich nicht gekillt, ich habe ihn vorher gekillt, aber ich habe keinen spürbaren Unterschied gemerkt. Ja. Ich hatte halt meinen auf Heilung und... Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das eine reine Glückssache. Guck mal, sonst hast du ja immer das Glück, dass du gar nicht down gehst und ich mindestens zweimal. Mhm. Komisch, komisch, komisch. Und du hättest die Uni retten müssen, die überleben auch so alle. Und die Aussage von Kira ist halt immer die beste dann. Ich muss. Auf der Start. Das haben alle überlebt, ne? Okay. Ah, der war ja der geilste mit seiner fetten Kanone. Ich werde noch mehr Munition mitnehmen. Ja, bei denen musste ich retten. Ich hab gar nicht geguckt, ob der... Doch, der müsste noch gelebt haben. Doch. Weil der Druide hat ja gesagt, das haben alle überlebt. Ich muss jetzt aber mit dem Holoterminal meines Schiffs reden. Ja, muss ich auch. Ich bin schon ein bisschen weiter wieder. Ja, ich wurde ja aufgehalten von mehreren Versuchen. Ja, bei mir lebt der Typ auch. Ihr habt unsere Galaxis vor der Zerstörung bewahrt.
Der Tod des Imperators hat das Blatt in diesem Krieg gewendet. Zusammen mit unserem Erfolg auf Guerilla und dem Schaden, den wir Drum und Kass zugefügt haben, versinken die Sith jetzt im Chaos. Herrlich! Ohne die Führung des Imperators könnten die Sith vielleicht noch gefährlicher und unberechenbarer werden. Nicht, wenn wir den Feind weiter in Schach halten. Zum ersten Mal seit Beginn des Krieges haben wir die Oberhand. General Vasatra hat vorgeschlagen, dass ihr alle für eure Taten auf Corellia die Sichel der Treue erhaltet. Aber ihr verdient mehr. Es ist mir eine Ehre, euch allen die höchste Auszeichnung der Republik zu verleihen. Ein Planet für mich das allein? Das Ruhmeskreuz. Ihr werdet für immer Helden der Republik sein. Jedi-Ritter Kira Carson, Sergeant Fidelteen Rusk, T7-O1, Dr. Archibald Kimble. Archibald? Im Ernst? Bleiben wir einfach bei Doc. Bitte. Auch ihr, Lord Scourge. Ihr habt euch uns zwar aus Eigennutz angeschlossen, aber ihr habt mehr Leben gerettet als nur euer eigenes. Ehe er sich's versieht, wird Scourge doch noch zum Jedi. Darauf würde ich nicht zählen. Ich bleibe nur, bis ich sicher bin, dass der Imperator keine Überraschung mehr für uns parat hat. Und dann seid da noch ihr. Wo sollte man nur anfangen, wenn man alle Wendungen eures Lebens aufzählen wollte, die es seit eurer Ankunft auf Tython gegeben hat? Ihr verkörpert, was alle Jedi anstreben. Euer Mut, eure Hingabe und eure Führungskraft haben uns durch diese dunkle Zeit geleitet. Von diesem Tag an seid ihr kein Jedi-Ritter mehr. Ihr seid von nun an ein Jedi-Meister. Ich werde den Kodex der Jedi ehren und der Galaxis Gerechtigkeit bringen. Nach diesen Augenblicken streben wir, wenn sich die Hoffnung auf den Sieg bewahrheitet. Wenn wir Frieden am Horizont sehen, möge die Macht mit uns sein. Tschüss. Kira. Kira. Oh Gott, wo war denn das nochmal hier? Gefährten rufen. Zu allem bereit. Ich weiß, Baby. Ja. Hüter, Paladin von Haus, Reiter des Marschankommandanten, Ritter der Republik, der Ehrenhafte, der Pilot, Meister Eik-LP. Das hört sich doch gut an. Meister Eik-LP. Aber, ich verstehe. Da unten will erstmal jemand quatschen. Da komme ich zum Schlafzimmer. Danke. Ich verlaufe mich immer noch in dem Schiff. Nach über 100 Folgen. Och nee. Och nee, die Labertasche. Ach nö. Diese Ende der Galaxis-Geschichte, mit der wir ständig beschäftigt sind.
Das wird ja nicht ewig so weitergehen. Früher oder später werden wir gewinnen. Und dann? Ich war immer zufrieden damit, von einem System zum nächsten zu treiben. Siedeln ist was für Siedler. Allerdings haben ein selbstgekochtes Abendessen und ein warmes Bett auch so ihre Vorteile. Das klingt nach einem schönen Leben. Und das habt ihr auch verdient, Doc. Ich rede nicht von mir. Ich werde niemals fortgehen. Wir müssen Kira, Rask und die anderen überreden, sich zur Ruhe zu setzen. Sie belegen wertvollen Raum, den wir mit interessanteren Persönlichkeiten füllen könnten. Wir könnten einen Seltron oder sogar einen Felin anheuern. Was für ein Augenschmaus. Diese Crew könnte kolossal sein. Denk darüber nach. Gut, ich habe das Ende noch miterlebt, aber ich muss mich jetzt dringend verabschieden. Wir hören uns später. Jo. Ich habe immer noch Nachhilfe und eine Gitarre. Jo. Seltsam. Dieses Gefühl, das ich immer hatte, wenn ich einen Patienten gerettet habe, es ist weg. Wenn man erstmal die Galaxis rettet, verliert alles andere an Bedeutung. Ich meine, wie viele Ärzte können von sich behaupten, dass sie eine Quadrillion Leben gerettet haben? Ich denke, ich bin der Einzige. Ohne eure Hilfe hätte der Imperator uns alle vernichtet. Ihr seid ein Held. Ich habe sogar die Orden, um das zu beweisen. Die Sache ist die. Hättet ihr mich nicht auf diese Reise mitgenommen, hätte ich was verpasst. Ich weiß das zu schätzen. Um die Wahrheit zu sagen, ich biete euch und jedem, den ihr wollt, meine medizinischen Dienste an. Kostenlos und ein Leben lang. Das ist sehr großzügig. Vor allem, wenn man bedenkt, in wie viel Schwierigkeiten wir geraten. Ihr geht eine große Verpflichtung ein. Und wenn ich daran gedacht hätte, bevor ich den Mund aufgemacht habe, hätte ich vermutlich das Wort kostenlos weggelassen. Alles klar. Genau. Was machen wir jetzt? Im Grunde, es gibt ja eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, genau. Missionslog. Wir haben ja hier noch ein bisschen was. Shadow of Revan. Illum, Kristallkugel, Oricron, Tag vor allem Tag des Schreckens, gewaltiger Aufstand, Flashpoint. Nein. Was muss man da machen? Direkte Regel von SID der Republik hat sich schon. Das werden wir gleich in Angriff nehmen, würde ich mal sagen. Knights of the Fallen Empire, Kapitel 1. Nein, das werden wir noch machen. Makab werden wir auch noch machen. Und das da. Und das da. Und was ist das? Was ist denn das für eine Mission? Okay. So, jetzt kann ich auch mal das hier anklicken, denn da wartet ja auch noch was. Zersplitterte Allianz. Osus, da gibt's einen Gleiter. Commander, ihr werdet in der Allianz-Kommandozentrale für einen Statusbericht gebraucht. Ne, ich bin noch nicht. Ach, das kann ich noch nicht. Zersplitterte Allianz. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen erstmal das eine jetzt. Sie werden erfreut sein, dass ich alle Sitzkissen auf diesem Schiff aufgepolstert habe. Ich hoffe. Oh, dieser Droide. Oh, Schnuckelchen! Was möchtest du denn? Ich habe gerade eine interessante Holo-Nachricht von einer Jugendfreundin bekommen. Ich glaube, das wollt ihr euch ansehen. Er ist fort. Jeder weiß das. Aber seine Stimme, sie ist immer noch in meinem Kopf. Ich kann nicht schlafen. Nichts ergibt einen Sinn. Der Imperator ist tot. Wieso redet er immer noch? Du hast ihn zum Schweigen gebracht, Kira. Zeig mir wie. Bitte. Ihr Name ist Suri. Ich habe mit ihr auf Korriban trainiert, bevor ich wegging. Sie ist ein Kind des Imperators. Ein Kind des Imperators, das einen Jedi um Hilfe bittet?
Nicht irgendeinen Jedi. Nur diejenigen, die es geschafft haben, die Macht des Imperators zu durchbrechen. Suri hat dem Imperium abgeschworen. Sie versteckt sich an einem unserer Lieblingsurlaubsorte. Voss. Und egal, ob wir ihr helfen können oder nicht, wir brauchen ganz bestimmt keinen weiteren verrückten Sith, der sich auf Voss herumtreibt. Wir setzen sofort Kurs auf Voss. Ich habe Suris Koordinaten. Wir konfrontieren sie gemeinsam, dann werden wir schon sehen. Ja, alles klar. Auf nach Voss. Was ist denn das? Die vergessene Welt. Nee, das blenden wir erst einmal aus. Wir machen jetzt erst einmal Voss. Voss. Dahin. 1400. Oh mein Gott. Ja gut, ich hab's momentan. Ja, angekommen. Oh Gott. Voss. Melden Sie Ihre Beschwerden. Nö, verkaufen. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf den Posten. V war, glaube ich, das Vermächtnis, oder? Nö. J war's, okay. Wie sieht's denn hier aus? Was kostet denn der Spaß? Nach Freischaltung nur für den aktuellen Charakter verfügbar. Vermächtnis des Unverzüglichen. Das kostet mich 600.000 und ditte auch. Da fehlt noch was. Was? Was? Ja, nö. Einfach nö. Einfach nö. So. Leutnant Randa. Das ist Miranda, denn sie will ja. So, was haben wir bekommen? Ein Geschenk. Für irgendjemanden. Ne? Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall besser als die Orte, an denen wir vorher waren. Ja. Stimmt. Das sieht voll schnieke aus. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Aber, hier war ich doch schon mal. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Hey, hier waren wir doch schon mal. Aber trotzdem sieht der Planet geil aus. Holocron! Datacron, genau.
Ich muss mir jetzt den Weg merken. Das Ding. Kann ich gar nicht so einfach holen. Okay. Das kann ich nicht so einfach holen. Da muss ich dann begeben wir uns doch mal dorthin. Hi FX, abonniere mich, lass. Durch den Eingang. Ist sie denn? Irgendwo hier in der Mitte. Traumwandler. Ah ja. Was ist das? Ah. Oh. Da ist er. Bleibt zurück. Kein Wort mehr. Ihr seid nicht real. Beide nicht. Beruhige dich. Wir sind beide echt. Du? Nein. Es gibt keine Hoffnung. Er wird nicht schweigen. Er hat mir Worte eingepflanzt. Ihr hört immer noch die Stimme des Imperators? Was befiehlt er euch zu tun? Er will, dass ich flüchte? Nein. Angreife. Ich soll Feuer legen auf Ord Mantell. Moment, das stimmt nicht. Die Ozeane von Manaan einfrieren. Wechselnde Befehle. Welche sind Lügen? Was ist die Wahrheit? So kann ich nicht leben. Helft mir! Tötet mich! Der Tod ist nicht die Antwort. Wir werden einen anderen Weg finden. Kein anderer Weg. Tod bringt Stille. Genug. Geht, Jedi. Sie ist unsere Schwester. Wir machen sie wieder gesund. Was macht euch zu solch einem Experten, Sith? Wir sind Kinder des Imperators, so wie sie. Wir verstehen, was es heißt, von ihm getrennt zu sein. Mit unserer Hilfe wird sie die Kontrolle wiedererlangen. Ohne sie wird sie sterben. Ihr könnt nichts für sie tun. Nette Geschichte. Ich habe eine bessere. Wir bringen sie nach Tython und da bekommt sie echte Hilfe. Wir können Suri vom Willen des Imperators befreien. Treue gegenüber dem Imperator endet nie. Und sie will nicht frei sein. Sagt den Jedi, wie ihr mich hergerufen habt. Ihr habt mich um Hilfe angefleht. Ich, ja. Er wird die Worte neu ordnen. Sie werden nicht mehr wehtun. Ich werde schweigen. Wie lautet der Plan? Lassen wir sie mit ihnen gehen oder kämpfen wir? Verdammt, ich hasse das. Mein Bauch sagt, wir sollten sie gehen lassen. Eine weise Entscheidung. Kommt mit, Suri. Wenn wir es mit Gewalt versucht hätten, wäre das übel ausgegangen. So haben wir noch eine Chance, Suri zu überzeugen. Ich wünschte, der Rat der Jedi könnte euch jetzt sehen. Das werden sie. Ich habe alles aufgezeichnet. Die Leute müssen erfahren, dass die Kinder des Imperators noch gefährlich sind. Voss ist echt zum Gruseln. Verschwinden wir von diesem Felsen. Ja. Sprich auf deinem Schiff mit Kira. Ja, aber vorher will ich dieses Datacron, was ich gesehen habe. Wir sind... Da haben wir gestartet.
Das heißt, dass wir da los müssen. Genau, von dem aus sind wir gestartet und wir sind... Scheiße, wo sind wir lang? Irgendwohin sind wir geflogen. Genau, irgendwohin. Dann suchen wir das doch jetzt einfach mal schnell. Irgendwie Lust, das zu suchen. Da müssten wir uns, glaube, Richtung Osten halten. Na, genau, irgendwo hier hinten ist dann so ein Durchgang. Da müssen wir dann irgendwie durch. Genau. Mal gucken. Ich muss da oben lang. Okay. Ich muss nach dort. Hä? Aber warum? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich denke, ich muss Richtung Osten. Ich muss mal ganz kurz automatisches Fahren machen. So. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Mal an hier. Was haben wir hier gefunden? Ah, okay. So. Ich komme von hier irgendwie gar nicht weg. Wie soll ich denn an das Datacron kommen? Hä? Und wieso kann ich in den imperialen Distrikt ohne angegriffen zu werden? Das ist voll creepy gerade. Wer weiß. Hier unten war es nicht. Okay. Hä? Wo war denn jetzt die Quest? Die war doch... Hier oder hier? Oh, wisst ihr was? Leckt mich. Nö. Oh. Kann ich mit dem Ding zu meinem Schiff zurück? Ja. Hallo? Hallo? Nö, geht nicht. Okay. So. Ich muss zur republikanischen Seite daddeln. Na toll. Aber wie komme ich an das Datacron? Das ist ja seltsam. Okay, eigentlich brauche ich die nicht mehr sammeln. Der Dingsbums da, der Imperator ist tot.
Ja. Oh, ich fahre falsch. Da lang. Da ist das Shuttle. Ich verstehe das trotzdem nicht. Auf zu meinem Schiff. Willkommen zurück. Mäuschen, wo bist du denn? Komm mal her. Ich habe über dieses üble Zusammentreffen auf Voss nachgedacht. Es sind viele Fragen aufgetaucht. Wenn Tennek ehrlich war, hören die Kinder des Imperators immer noch dessen Stimme. Beunruhigt euch das? Tennek könnte lügen. Es ist sinnlos, sich Sorgen zu machen, solange wir nicht mehr wissen. Suri antwortet nicht auf Holo-Nachrichten. So eine Überraschung. Viele Machtanwender schwatzen noch, obwohl sie längst tot sind. Der Imperator könnte einer davon sein. Er könnte versuchen, eine Verbindung zu seinen Sklaven herzustellen, sie auf ein neues Ziel anzusetzen. Kann er nicht endlich mal tot sein? Aber einen Lichtblick gibt es. Ich höre keine seltsamen Stimmen. Zwischen dem Imperator und mir ist definitiv Schluss. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich euch auf Tython getroffen habe. Ich dachte nur, wieso macht Meisterin Satil so einen Aufstand um diesen Typ? Nicht, dass ich die Zuneigung nicht nachvollziehen könnte. Es ist nur, sie ist alt. Sie hatte nie wirklich eine Chance. Meisterin Satil könnte mich also nicht aus euren Fängen befreien. Bitte, Meister. Ich habe euch mehr zu bieten als einen schicken Rang. Der Punkt ist der. Ich erkenne eine gute Sache, wenn ich sie sehe. Und ihr kommt mir nicht davon. Ziehen wir uns doch irgendwann aus dem Jedi-Geschäft zurück und verbringen den Rest unseres Lebens damit, Spaß zu haben. Für diese Zukunft kämpfe ich gern. Wir könnten eine Familie gründen. Wenn wir schon die Jedi-Regeln brechen, können wir auch gleich unser Konto leerfegen. Ich mag die so. Oh Mann, ey. Warum gibt's dich nicht im Real Life? Ich will so eine Frau haben, eindeutig, ey. Aber jetzt, sprich mit Direktion gewaltsamer Aufstand. Wo muss ich denn mit dem reden? Sprich auf der Garf Daragon. Wo sind die? Die ist bestimmt dort. Ja. Na dann. Na dann, na dann, na dann. Bounce. Na dann, na dann, na dann. Da lang. Auf Ebene.
Ich muss nach Dorte. Und ich muss nach Dorte. Was ist das? Unsere heutige Reportage, Swoop-Banden. Diese brutalen Unruhestifter galten einst als reines Problem der Unterwelt der Galaxis, suchen nun jedoch viele ahnungslose Welten heim. Die lokalen Führungskräfte sind über das plötzliche Auftauchen dieser Banden überrascht, aber es gibt jede Menge Mutmaßungen bezüglich ihrer Absichten. Die Theorien reichen von harmlosen Streichen bis hin zur Rebellion. Wir schalten jetzt zu Chaser Elmore, unserer Reporterin vor Ort, die uns verrät, was sie über diese rätselhafte Situation in Erfahrung bringen konnte. Chaser, was hat es mit dem plötzlichen Anstieg der Swoop-Bandenaktivität auf sich? Wir unterbrechen Ihr reguläres Programm für Swoop-Bikes. Sie sind schnell, sie sind schnittig, sie schweben, sie wirbeln, sie explodieren. Swoop-Bikes! Lieben Sie Swoop-Rennen? Sie brauchen nicht zu antworten. Wir wissen, dass es so ist. Wenn Sie sie so sehr lieben, wieso sehen Sie sich das hier immer noch an? Besuchen Sie die ultimative galaktische Swoop-Rallye und werfen Sie Ihre Antriebe an. Verpassen Sie nicht das größte Swoop-Event in 100 Jahren. Die ultimative galaktische Swoop-Rallye findet aktuell auf Dantooine statt und... Wir entschuldigen uns für die technischen Schwierigkeiten. Während wir sie beheben, möchten wir die Zuschauer daran erinnern, vorsichtig zu sein und sich von Swoop-Banden fernzuhalten. Ah ja. Interessantes Fernsehprogramm. Oh nö, das war eine... Och nö, das war eine Quest. Oh nö. Ach Mann. Das war ja eine Quest. Hier. Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich mag das hier irgendwie. Das ist voll schnittig. Sehr viele Quests. Ich würde aber tatsächlich erst einmal das machen, was ich jetzt hier angeklickt habe. Und zwar muss ich dazu da hinten rein. Direct 7. Ja gut, das hat man ja schon, glaube ich, mal gemacht. Du bist kein Jedi, oder? Ne, du hast einen Blaster. Gut, aber ich werde erst gleich mit ihm reden. Ich mache ein kurzes Päuschen und bin gleich wieder da.